herzlich willkommen wieder bei Stella Tarot. Ich freue mich, dass du hier bist. Diesmal wieder mit einem Pick-a-Card zu dem Thema wichtige Botschaften aus deinen Past Lives, also aus deinem vergangenen Leben, die jetzt für dein jetziges Leben wichtig sind. Ich habe dir wieder drei Stapel mitgebracht. Bitte wähle wieder ein oder mehrere aus. Bitte hör da auf deine Intuition. Wenn du Mitglied werden willst bei meiner Kanalmitgliedschaft Star Souls, dann freue ich mich. Wenn du ein Personal Reading von mir buchen möchtest, dann findest du das in der Videobeschreibung. Und wenn du mir eine PayPal-Spende zukommen lassen möchtest, findest du das auch in der Videobeschreibung. Jetzt beginnen wir aber auch direkt mit Stapel 1. Herzlich willkommen, lieber Stapel 1, bei deinem Pick-a-Card-Reading zum Past Life. Wir schauen uns an, was es für wichtige Botschaften für dich gibt. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Und wir steigen auch direkt ein. Du hast die Göttin Nyx mit Geheimnisse und der 38. Ich steige gleich auf die ganzen Botschaften ein. Wir schauen uns nämlich jetzt erstmal die Karten an für dein Past Life oder für deine Past Lives. Dann hast du Lass es regnen mit, dass du wirklich erlauben sollst, was ist, akzeptieren sollst, was ist. Und es geht da um Vertrauen. Und hier hast du auch einen Regenbogen, aber da kommen wir gleich drauf. Dann hast du, hiervon hast du nämlich zwei Karten, weil die rausgefallen sind. Die anderen Stapel haben nämlich nur eine hiervon. Du hast die blaue Flamme mit spontanen Erwachen und mit der auch Aktivierung und der Integration von Zeit. Dann hast du weiter, dass du ja das Big Picture siehst und darin denken kannst, also das große Ganze. Und wir haben hier die Plejaden-Energie mit Visionen und inspirierten Ideen. Dann geht's weiter mit drei der Münzen. Und dann hast du noch die Botschaft aus deinem Past Life Flow. Du sollst nichts erzwingen, sondern vertrauen und wirklich surrendern, also in die Akzeptanz gehen, in diesen Loslassprozess und in diesen absolutes Urvertrauen vom Universum. Und das hier sind deine Karten, da steigen wir später drauf ein, die nämlich jetzt, also dein jetziges Leben nämlich betreffen. Aber wir fangen jetzt erstmal mit deinem früheren Leben oder mehreren Leben. Schauen wir uns jetzt in die Botschaften, was ich da alles channeln kann für dich. So. Lieber Stapel 1, bei dir ging es darum in einem früheren Leben, dass du lernen durftest, extrem zu vertrauen. Also das war ein riesiges Thema und das ist etwas, was dich in deinem jetzigen Leben auch beeinflussen wird, weil du das mitgebracht hast, diese Lernaufgabe, dass du wirklich Vertrauen ins Universum hast, Vertrauen darin, dass du auch nicht jedes Geheimnis entlüften kannst zu der Zeit, wo du dir es vielleicht wünschst oder halt auch manchmal gar nicht. Also es gibt ja auch Dinge im Leben, wo man vielleicht bis wirklich zum Ende hin auch nicht weiß, warum genau das wie passiert ist, warum man genau diesen Weg gehen sollte oder warum man genau diese Menschen kennenlernen sollte. Und bei manchen Dingen weiß man das oder es kommt Jahre später raus oder manchmal weiß man es auch sofort oder Monate später. Aber es gibt so Geheimnisse auf jeden Fall, die du nicht immer ergründen konntest in früheren Leben. Und deshalb solltest du da extrem lernen, zu akzeptieren, was ist und darauf zu vertrauen, dass alles einen Sinn hat, um halt diesen Flow zu lernen. Und das ist auch etwas, was du jetzt mitgebracht hast, was du hier wahrscheinlich nochmal auch in einer abgeschwächteren Form lernen darfst. Aber da gucken wir gleich in die Karten. Das hast du auf jeden Fall. Was ich aber bei dir auch reinbekomme, ist, dass du mit der blauen Flamme und mit auch dem Erwachen, du hattest Leben, wo du in Hochkulturen schon bereits gelebt hast und
sehr hohes Bewusstsein hattest und auch spontane Erwachungsprozesse hattest und deshalb auch weiter warst als andere. Also es gab ein Leben auf jeden Fall, da hast du in einer Hochkultur gelebt, wo generell auch die anderen, die mit dir inkarniert sind, sehr bewusst waren und sehr, also in ihrem Erwachungsprozess waren und dieses große Bild gesehen hatten, sehr weiten Horizont hatten. Und du kommst auch von den Plejaden, also Plejadenenergie fließt durch dich durch. Und das kannst du halt auch mal nachschauen, was die, also es gibt Starseeds, die den Plejaden zugeordnet werden. Und da warst du auf jeden Fall jemand von. Und wenn du das heute vielleicht auch noch mal liest, da gibt es so viele Texte auch zu, wirst du dich damit identifizieren können oder vielleicht kommen dann auch Erinnerungen hoch an frühere Leben, wo du nämlich ein Visionär warst. Also du hast auch mal in einem früheren Leben schon als Medium gedient, also auch hast auch einfach, warst ein Medium, hattest Visionen, hattest sehr krasse Ideen, warst deiner Zeit auch voraus. Und deshalb, ich kriege hier zwei Leben rein. Das eine war wirklich in einer Hochkultur, wo das sowieso allgemein anerkannt war und die anderen genauso waren wie du. Dann aber gibt es ein Leben, was später passiert ist. Und irgendwie kam jetzt gerade auch nochmal Mittelalter rein. Aber vielleicht auch noch davor, wo du aber ein Vorreiter warst und wo nämlich nicht jeder das verstanden hat, dein Bewusstsein, und wo du viel weiter warst und wo du auch Geheimnisse des Universums schon entlüftet hast und das wusstest, was also zu gewissen Dingen hattest du schon die Antworten, aber du durftest das auch anderen nicht kommunizieren oder andere haben das auch einfach nicht verstanden und du hast dich unverstanden gefühlt in diesem anderen Leben. Und deshalb musstest du aber, also in dieser Inkarnation, die später war und jetzt nicht in dieser Hochkultur, da hast du halt wirklich lernen müssen, zu akzeptieren, dass nicht jeder dich versteht und dass es Geheimnisse im Universum gibt, die du vielleicht zum Teil verstehst, aber andere nicht. Und dass du halt da wirklich lernen musstest, zu vertrauen und alles so geschehen zu lassen, obwohl du manchmal vielleicht auch das Gefühl hattest, ich stehe hier alleine oder andere, ja, die die schließen mich sogar aus, weil sie nicht verstehen, was ich an Wissen habe und was ich an Visionen habe oder was ich für ein Wertesystem habe, weil ich nämlich irgendwie mit den drei der Münzen in dieser Hochkultur hast du mit anderen zusammengearbeitet und dadurch habt ihr eine neue, ja, die Frequenz angehoben und ganz tolle Sachen zusammen erschaffen und halt irgendwie auch eine neue Timeline erschaffen. Und das ist nämlich das, was in deiner Seele so abgespeichert ist, dass es gut ist, mit anderen zusammenzuarbeiten und dass jeder seine Talente benutzt und dass du dein Wissen, was du durch deine Erwachensprozesse hattest, auch mit anderen teilst. Aber es gab ein anderes Leben, wo du nämlich erlebt hast, dass das nicht so war und du musstest akzeptieren, dass du nicht mit anderen zusammen wieder so eine Hochkultur kreieren kannst, sondern dass die Zeit in der letzten Inkarnation, in der du da warst, nicht reif dafür war, sondern die Inkarnation war dafür da, dass du Vertrauen lernst, dass du bei dir bist, dass du für dich selber erwachst und das Wissen hast, aber dass du halt auch dazu gezwungen wurdest oder auch die Botschaften wirklich bekommen hast, dass du auch Wissen für dich behalten sollst und dass du einfach es in der Inkarnation wirklich ging, Vertrauen aufzubauen, dass diese Inkarnation trotzdem einen Sinn hat und dass sie dich halt wieder da reinbringen wird, für die nächste Inkarnation wieder zu flowen. Und deshalb bin ich jetzt auch so super gespannt, was hier halt liegt für die jetzige Inkarnation, weil du das alles ja mitbringst. Diese beiden verschiedenen Leben haben anscheinend eine große Bedeutung. Du wirst ja wahrscheinlich, wie jede Seele von uns, wir haben so unglaublich oft schon inkarniert und das muss ja auch nicht nur auf der Erde sein, sondern auch auf verschiedenen Planeten, vielleicht auch in verschiedenen Universen, vielleicht auch in verschiedenen Sternensystemen. Das ist ja alles, wo wir
alle die Antworten nicht unbedingt drauf haben, sondern man bekommt ja, wenn nur so kleine Stücke vielleicht gezeigt von gewissen Leben, die noch eine große Rolle spielen. Und jetzt schauen wir aber, was in deiner jetzigen Inkarnation, in deinem jetzigen Leben los ist und wie dich deine Past Lives da beeinflussen. Du hast jetzt die Göttin Arianrhod mit der Zeit. Also interpretiere ich jetzt echt so, es ist jetzt Zeit, dass du vertraust und dass das Surrendern aber jetzt auch irgendwo ein Ende hat und es ist Zeit, dass du dein Wissen anwendest. Wow, und du hast es mit der Arbeit verbunden. Bei dir geht es wirklich darum, dass du eine Balance zwischen Arbeit und deinen Finanzen findest und dass du hier einen Vertrag, ein Projekt oder auch einen neuen Karriereweg hast, der sich dir zeigen wird in diesem Leben. Und das ist verknüpft mit deinem früheren Leben, dass du Wissen, was du aus deinem früheren Leben hast, nämlich für deine heutige Karriere und deinen Berufsweg anwenden sollst. Ich schaue einmal, ob ihr alles gut sehen könnt. Ja. So, dann hast du das sechste Haus. Es geht darum, dass du nämlich eine gesunde Basis bekommst. Es geht bei dir um Gesundheit und um den Alltag und wirklich um Praktikabilität. Und das sechste Haus im Horoskop steht auch immer für den Job. Also steht auch für den Alltag und für die Gesundheit, aber auch wirklich für deinen Job. Also du hast es hier zweimal, den Verweis darauf, dass es wirklich in dieser Inkarnation ganz wichtig ist, was du hier jobtechnisch, karrieretechnisch oder halt auch wirklich deine Berufung lebst. Ja, wow. Und mit dem Herrscher noch einmal, dass du in deine Autorität kommst, in deine divine maskuline Energie kommst, dass du dir eigene finanzielle Sicherheit aufbaust, materielle Sicherheit, aber natürlich auch emotionale Sicherheit, dass du dich in dir selber stabil und sicher fühlst und auch für andere wirklich als Leader giltst, also als Vorbild giltst oder auch in einer Führungsposition bist, vielleicht auch wirklich selbstständig bist oder wenn nicht selbstständig, dann in einer Führungsposition, wo du andere wirklich leiten kannst und denen zeigen kannst, wie man sein Wissen wirklich auch finanziell gut nutzen kann, aber vor allen Dingen auch mit der richtigen Motivation, weil das liegt jetzt auch nicht ohne Grund hier unten drunter. Du hast in diesem Leben auch ein Awakening, also ein Erwachen. Und dieses Erwachen ist bei dir wirklich verknüpft mit dieser Urkraft, also deiner männlichen Urkraft, dass du für andere auch als Vorbild oder als Mentor dienen sollst. Und das ist hier jetzt wirklich beruflich. Also für ganz wenige von euch bekomme ich hier bei dem Stapel rein, dass das privat ist, dass du als Vorbild ausschließlich dienen sollst für deine Familie und für deine Freunde und da halt wirklich innovativ bist und denen zeigst, dass man anders leben kann und dass man in Fülle leben kann. Aber für die meisten von euch macht ihr das privat in eurem Umkreis auch, aber ihr macht es noch viel größer und mehr durch euren Karriereweg. Ja, und dann habt ihr noch für die jetzige Inkarnation den Ritter der Kelche. Der Ritter der Kelche ist eine Energie von Romantik, aber auch von Soulmates, die sich gegenseitig, also es kann auch freundschaftlich sein, es ist jetzt romantisch, ist das eine für Liebesbeziehungen, aber für Freundschaften oder familiäre Verbindungen geht es darum, dass du ein Empath bist und dass du in dieser Inkarnation auch Menschen zeigen sollst, dass man wertschätzend und liebevoll miteinander umgehen kann und dass das halt auch ein Wertesystem wirklich ist, warum du hier auch inkarniert hast, um das anderen Menschen zu zeigen, dass man egal in welcher Beziehung man ist, also egal, ob es eine Liebesbeziehung ist, egal, ob es eine Freundschaft ist, unter Familienmitgliedern oder auch geschäftliche Verbindungen,
dass man überall Wertschätzung, Respekt zeigen kann und sich gegenseitig unterstützen kann und in Harmonie und Balance miteinander koexistieren kann. Und darin sollst du auch ein Vorbild sein, weil du bist ein empathisches Vorbild. Also du bist ein Vorbild, wo du wirklich, und das ist auch deine Entwicklung innerhalb dieses Lebens, dass du, wahrscheinlich hast du in diesem Leben auch Struggle manchmal gehabt, gesunde Grenzen zu setzen, weil du ein Empath bist. Und es haben dich in der Vergangenheit auch Menschen deshalb vielleicht auch ausgenutzt. Aber es geht darum, in dieser Inkarnation das auch ins Gleichgewicht zu bringen und empathisch zu sein, ein offenes Herz zu haben, andere Menschen auch Vertrauen zu schenken, aber gesunde Grenzen zu haben mit dieser Herrscherenergie und auch wirklich herauszufinden und darauf zu achten, gibt es Menschen, die es nicht gut mit mir meinen? Gut, dann distanzierst du dich von denen, dann schickst du denen Liebe und Licht und lässt die weiterziehen. Aber du hast halt auch für dich deinen Selbstwert erkannt, bist in deiner Selbstliebe und in absolut deiner Power. Und das ist dein Entwicklungsweg in diesem Leben, was deine Seele sich vorgenommen hat, weil sie schon mal in Hochkulturen wirklich inkarniert hat, aber halt auch dieses eine Leben hatte, wo ihr dieses ganze Wissen und dein erwachtes Bewusstsein überhaupt nicht anerkannt wurde und wo du wirklich in dieser Inkarnation nur damit leben musstest, dass du vertraust darauf, dass das einen Sinn hat. Und jetzt ist aber da in dem Leben die Zeit gekommen, nämlich nicht nur alles zu vertrauen und so das Leben dahin plätschern zu lassen im Endeffekt, das war eine andere Inkarnation, sondern jetzt geht's darum, in deine Führungsqualitäten zu steigen und dieses Wissen anzuwenden und wirklich in dir wieder, also aktiv zu werden und dafür einzustehen und es zu verbreiten und daran zu glauben, dass die richtigen Menschen dich dafür respektieren und dich wertschätzen und dass du dir wirklich durch deine Berufung oder durch deine Karriere, wie auch immer du das nennen möchtest, wirklich weit im Leben kommst, dir eigene Sicherheit aufbaust, wirklich stabil bist, gesunde Grenzen hast, dir dann wirklich dein eigenes Kingdom oder Queendom aufbaust und Beziehungen nur zu Menschen hast, die es genauso gut meinen wie du mit denen. Und das sieht man hier halt auch mit den zwei Kelchen, weil die zwei Kelche hier sind gleich voll. Und das bedeutet, in deinen Beziehungen ist das hier wirklich das, was du lernen möchtest innerhalb dieser Inkarnation? Ist es, dass Geben und Nehmen im Gleichklang ist? Und das kann man jetzt auch außerhalb von Menschen sehen, in jeglicher Situation. Du kannst es auch mit einer Jobsituation sehen. Gibst du mehr, als was du zurückbekommst oder andersherum? Es geht um Gleichgewicht. Aber für viele von euch ist ja auch wirklich eine Selbstständigkeit, die hier ein Ziel in diesem Leben ist. Und es geht bei euch halt generell um den Alltag, um das sechste Haus und um Balance. Es geht darum, dass du aufgrund, was du früher trainiert hast in anderen Leben, es wirklich darum geht, dass du eine gesunde Balance in deine Gesundheit bekommst, in dein Berufsleben und dein Privatleben, dass du etwas tust, wo dein Herz sich öffnet, wo du mit Menschen dich umgibst, egal ob privat oder auch beruflich, wo ein Gleichgewicht herrscht und wo man sich wirklich liebt und wertschätzt und beide dankbar sind für diese wundervolle Connection. Und in diesem Leben ist es Zeit in diesem Leben, dass du dich dort jetzt selbst verwirklichst und das Wissen aus früheren Leben und dieses hohe Wertesystem, was du da hast, aus der Hochkultur, in der du inkarniert bist. Und für manche von euch kriege ich hier auch Atlantis rein, dass du in Atlantis inkarniert bist. Es wird jetzt Zeit, das alles anzuwenden und zu dir zu stehen und wirklich total selbstbewusst zu sein und deinen Weg zu gehen. Und du durftest schon mal lernen, dass es dir egal werden muss, was andere von dir denken und dass du das einfach akzeptierst. Diesmal ist es aber nicht so eine harte Inkarnation wie damals, weil damals kriege ich wirklich rein, da musstest du wirklich damit leben,
dass du ausgeschlossen wirst und dass ganz, ganz viele dich nicht verstehen. Aber in dieser Inkarnation ist es anders. Hier wirst du Menschen finden, die dich verstehen, die dich dafür wertschätzen. Aber weil du das noch trainiert hast, es wird in diesem Leben auch wieder Menschen geben, die dich nicht verstehen oder von denen du dich auch distanzieren musst oder die dir etwas nicht gönnen oder was auch immer. Und das kommt jetzt noch mal so ein bisschen im Kleinen oder ist auch schon in diesem Leben dir längst passiert. Aber das muss dir halt auch egal sein. Also da musst du halt auch in dieses Vertrauen gehen, dass du auch nicht für jeden bist, dass auch nicht, dass du schon deine Soulmates hast, die es gut mit dir meinen und die dich weiterbringen und die du weiterbringst. Und die anderen, die dürfen einfach ihren eigenen Weg gehen, weil man hat ja nicht mit jeder Seele auf dieser Erde was zu tun oder die gleiche Lernaufgabe und das ist absolut in Ordnung. So, lieber Stapel 1. Jetzt schauen wir noch in das schöne Tarot hier, was es noch für eine Message gibt. Wow. Ja, also für dich gilt es wirklich in diesem Leben Erfolg zu haben in deinem Berufsleben und wirklich ja deine Yin- und Yang-Seite, also deine männliche und deine weibliche Seite in Einklang zu bringen und wirklich in diese Urkraft zu gelangen, damit du den Wagen halt, also so sagt man das auch, richtig lenken kann zwischen Yin und Yang, also zwischen deiner weiblichen und männlichen Seite. Und das ist das, was deine Seele sich in diesem Leben vorgenommen hat. Und du hast in den anderen zwei Leben, die so krass jetzt rausgekommen sind, hast du das super schon trainiert. Gucken wir noch nach einer Message. Wow, ja. Und du hast den Mond. Und jetzt hast du im Endeffekt hier auch nochmal die weibliche Energie. Hier ist ja die ursprünglich männliche. Der Mond ist immer auch die weibliche Energie. Und du darfst halt nochmal das, was du früher in diesem einen Leben, wo dich Leute nicht verstanden haben oder auch ausgegrenzt haben, da wirst du manchmal vielleicht in diesem Leben auch nochmal dran erinnert, aber eben in einer abgeschwächteren Form. Und du darfst da wirklich nochmal reingehen in diese Gefühle und dann aber dich deiner Stärke bewusst machen, in deine männliche Kraft gehen und wissen, nein, ich lasse mich hier von niemandem abhalten und die Menschen, die mich nicht verstehen, das ist okay. Ich konzentriere mich hier auf diese Menschen und ich konzentriere mich auf mich. Und es geht hier um meine Mission. Es geht darum, dass ich die Botschaften, mein Erwachen, was ich durchgemacht habe in diesem Leben, weiter verbreite und anderen Menschen, die das wirklich nämlich brauchen, die das hilfreich finden, denen das vermittle. Und damit erfüllst du deine Mission und damit kommst du auch in deine eigenen, also in dein Glück, in deinen Erfolg, in deine Fülle, auch in die Liebe, weil du selber männlich-weiblich ausbalanciert hast und dadurch auch Menschen immer mehr anziehst, die nämlich genauso ihre männliche und weibliche Seite ausbalanciert haben. Und dann ist halt wahre Liebe, wahre Wertschätzung erst möglich, weil wenn du erst selbst in Harmonie bist, lebst du auf einem ganz anderen Level, in einer viel höheren Frequenz und die anderen eben auch. Lieber Stapel 1, ich hoffe, die Botschaften haben dir gefallen. Ich freue mich auf dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Ich wünsche dir ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal. Oh. Lieber Stapel 2, herzlich willkommen bei deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist, wünsche dir ganz viel Spaß. Wir steigen auch jetzt direkt ein, was es für wichtige Botschaften für dich aus deinen Past Lives gibt oder ja, also mal gucken, wie viele rauskommen und was das für dein jetziges Leben auch einfach ja, wichtig ist, was das vielleicht dir dabei hilft zu verstehen, woher du kommst und warum du gewisse Erfahrungen in diesem Leben machst. Du hast die Starkeeper und da geht es wirklich um die kosmischen Ahnen. Und dass du in einem früheren Leben die, also im Endeffekt die Samen gesät hast des Lichts
um halt dich selber auch zu verankern, also zu grounden, zu erden. Spannend, wir gucken in deine ganzen anderen Botschaften, was das noch zu bedeuten hat. Wow, und du hast Maria mit Wundern. So, dann hast du den Teufel. Es wird spannend in deinem Past Life, was da los war. Dann hast du The Wishing Well, also das bedeutet halt, dass so ein schöner Wunsch in Erfüllung geht, dass es darum geht, dass du nämlich Geschenke bekommst, die auf einmal plötzlich kommen. Es geht da um Freundlichkeit und dass du wirklich karmische Juwelen, also du hast dir irgendwo gutes Karma aufgebaut in früheren Leben. Und das beeinflusst anscheinend dein jetziges Leben. Also es ist richtig spannend bei dir. Dann hast du die Erinnerung, alles passiert aus einem Grund. Wow. So. Das sind die Karten für dein jetziges Leben. Die schauen wir uns gleich an. Lieber Stapel 2. Bei dir ist es wirklich spannend. Bei dir geht es darum, dass du in einem früheren Leben hast du wirklich sehr viel Gutes getan. Du hast ganz viel Licht gesät und hast dadurch auf der Erde halt auch, also du hast zwei Sachen. Das eine ist, dass du sehr viel Licht verbreitet hast und sehr viel dafür getan hast, dass sich das Bewusstsein der Menschheit erhöht. Also halt, wenn es ums dritte Auge geht, die Connection zum Universum. Aber andererseits hast du auch einiges dafür getan, um dich selber zu erden und die Erdenergie halt auch zu fördern. Und im Endeffekt ist es ja genau das, was man als Mensch nämlich machen soll, dass man die Balance zwischen dem Kronenchakra und auch dem Wurzelchakra hinbekommt. Also eben in oberen Sphären ist, um Botschaften zu erhalten. Von den Ahnen, von den Spirits, vom Universum, von den Engeln, wie auch immer, an was du glaubst, was du da, womit du connectest, was so weiter oben ist oder wenn du es Gott nennen möchtest, Göttin nennen möchtest oder einfach das Universum. Das ist das eine, was du getan hast, aber das andere ist auch wirklich, dass du was dafür getan hast, Mensch zu sein und hier mit Mutter Gaia im Endeffekt, also mit der Erde auch wirklich zu connecten und etwas für dein Wurzelchakra zu tun. Und du hast immer in dieser anderen Inkarnation, und ich bekomme da jetzt halt auch irgendwo rein, ja, du kannst wirklich zu der Zeit gelebt haben, wo auch Jesus und Maria also inkarniert waren. Das ist das eine, was sein kann wirklich. Aber das andere ist auch, was ich reinbekomme hier mit dem Teufel und mit Maria. Du hast in der Zeit inkarniert, wo Religion extrem wichtig war und wo sehr viele schlechte Dinge auch passiert sind. Also vielleicht auch wirklich zu der Zeit der Kreuzzüge bekomme ich hier rein. Und wo du nämlich die Welt schon anders gesehen hast, viel weiter warst im Bewusstsein und das alles überhaupt nicht verstanden hast, wie Menschen irgendwie verfolgt werden können aufgrund einer bestimmten Religion. Und wie Menschen getötet werden konnten und so. Also das ist alles, das hast du alles überhaupt nie verstanden. Und es kann wirklich sein, dass du in dieser Inkarnation auch wirklich, da du anders warst, da dein Bewusstsein viel höher war und vielleicht warst du auch zu dieser Zeit der Kreuzzüge, vielleicht warst du, ich bekomme für manche ja wirklich rein, dass du eine Nonne warst oder ein Mönch. Und für andere aber auch, dass du das nicht warst, sondern dass du eine Adelige warst oder ein Adliger,
aber schon so viel Wissen hattest, was andere nicht verstanden haben, warum du wirklich als Hexe oder Hexer verfolgt wurdest. Und das ist jetzt bei jedem was anderes, was dir da passiert ist. Das kann für die einen sein, dass es trotzdem gut ausgegangen ist und du irgendwie fliehen konntest und sie dir doch nichts jetzt wirklich antun konnten. Für andere ist das aber nicht so gut ausgegangen und du, ja, dir wurde wirklich was angetan, aber das ist für jeden jetzt hier was anderes. Bei anderen ist es, dass du, ja, dass für manche sogar die Sicherheit war, dass du in ein Kloster gegangen bist, egal ob du Mann oder Frau warst, und dass du nämlich so wenigstens in der Inkarnation noch ja beschützt warst vor Energien, die toxisch waren. Du aber da auch schon gemerkt hast, trotzdem war das irgendwo im Leben. Du wusstest, dass du da sicher bist, aber es war nicht unbedingt das Leben, was du gewählt hast. Also dir, du hättest lieber ein freieres Leben gelebt und jetzt außerhalb vielleicht auch eines Klosters und hättest lieber vielleicht auch ein Familienleben gehabt. Das bekomme ich auch für den einen oder anderen rein, aber es ging halt nicht aufgrund deiner eigenen Sicherheit, weil du halt, weil auch irgendwie bei manchen kommt auch rein, deine Familie hat irgendwie schon gemerkt, von klein auf, dass du gewisse Gaben hast oder gewisses Wissen, was der Zeit voraus war. Und sie haben dir damit halt, ja, um deiner Sicherheit willen, haben sie halt das auch veranlasst, dass du in ein Kloster kommst, damit du halt dort abgeschirmt irgendwo auch bist und dort halt auch gewisse Dinge vielleicht auch verlauten lassen kannst, weil dort es Menschen verstanden haben. Aber wärst du jetzt diesen anderen Weg gegangen und wärst dann halt offen, ja, irgendwie im Adel auch geblieben und hättest heiraten sollen und so, wäre das hinterher, du wärst nicht sicher gewesen, weil dann dein Bewusstsein oder das, was du dann auch irgendwie zu anderen gesagt hättest, hätte dich schnell in irgendwelche, ja, Intrigen, Verschwörungen involvieren können, wo du dann den Kürzeren gezogen hättest. Wow, was hier für Sachen reinkommen. So, das ist das eine. Kommen wir aber zu dieser anderen Inkarnation, die viel früher stattgefunden hat, wo du in einer Hochkultur gelebt hast. Da hast du selber Wunder vollbracht. Denn da hat die Maria eine andere Bedeutung, weil du hast selber in dieser Energie von den Wundern extrem gelebt und hast wirklich in dieser Hochkultur selber ja so viel erschaffen und wirklich deine eigene Magie, deine eigene Schöpferkraft war so on point, dass du selber irgendwie deine Wünsche dir erfüllen konntest und die super schnell oder ja irgendwie in dein Leben getreten sind. Deshalb, du hast hier halt auch dieses, ne, diese plötzlichen Juwelen, diese plötzlichen Geschenke. Das hattest du nämlich in dieser Hochkulturphase und hattest halt so diese Energie von Maria selber in dir mit diesen Wundern. Und das ist auch das, was immer noch in dir steckt. Und was du auch jetzt mit in das Leben reingebracht hast, weil durch diese Hochkultur, weil du selber so, also dir selbst, aber vor allen Dingen auch den anderen Lebewesen dort hast du so geholfen durch deine Schöpferkraft und dass du so vieles wahrgemacht hast und halt auch für andere auch sehr selbstlos warst und sehr viel auch gegeben hast, sehr viel Gutes getan hast, hast du dir so richtig gutes Karma und richtig gute Energie aufgebaut, die du halt auch im jetzigen Leben, davon wirst du was merken, dass ab und an ja so Glücksfälle in deinem Leben passieren und das sind diese. Das sind diese Geschenke, die du dir in einer anderen Inkarnation, ja, aufgrund deiner hohen Energie und was du da alles gemacht hast, einfach erhältst. Und was aber natürlich auch noch mitschwingt, weil du dich daran irgendwo erinnerst, jetzt vielleicht nicht so, wie ich dir die Geschichten über diese Past Lives erzählt habe, aber ich glaube, dass in dir noch etwas ist, warum du vielleicht manchmal auch dein Wissen oder dein Glaube an Wunder selber vielleicht auch bezweifelst oder das vor anderen auch nicht unbedingt äußern möchtest, wie du wirklich denkst, weil das noch tief sitzt, dass andere Menschen
dir Schlechtes wollten, dich verfolgt haben, dir nach deinem Leben getrachtet haben, oder es muss auch nicht immer nach dem Leben sein, aber auf jeden Fall nichts Gutes im Sinn hatten oder ja, dich schlecht hingestellt haben oder für manche von euch vielleicht auch ja, also euch enteignet haben oder ne, euch Dinge weggenommen haben, bestohlen oder also es ist für jeden was anderes, ne? Und das hast du auch noch als Erinnerung so mit. Also es sind zwei ganz verschiedene Energien. Einerseits hast du wirklich diese ganz tolle Energie, wo du weißt, ja, das Universum meint es gut mit mir und ich bekomme Geschenke. Und andererseits ist da so diese Energie von, ja, aber ich kann nicht jedem vertrauen und ich muss aufpassen und ich kann nicht immer so sein, wer ich bin oder das alles immer so äußern, dass ich eigentlich an so krasse Sachen glaube und eigentlich selber so magisch bin, weil das andere nicht verstehen. Jetzt schauen wir aber in dein jetziges Leben. Wow, und du hast die Kali-Energie mit der Befreiung und der 25. Vielleicht hat die 25 auch eine Bedeutung für dich. Wir schauen weiter und dann steige ich drauf ein. Du hast das Wachstum mit der Transformation, den Möglichkeiten und dem Prozess. Es ist notwendig, dass du dich veränderst, um Wachstum zu gewährleisten. Vertraue dem Prozess und glaube daran, dass das Ergebnis besser sein wird, als du dir jemals vorstellen kannst. Auch der Schmetterling hat vielleicht für dich eine besondere Bedeutung. So, dann haben wir die sieben der Münzen. Es geht um Geduld bei dir und dass du dir langsam echt was erarbeitest. Dann haben wir die Yang-Energie, dass du proaktiv bist, dass du dich ausdrückst und dass es darum geht, dass du wirklich vorwärts gehst und ja, deine Motivation hast, dass du aktiv bist. Wow, und dann haben wir die neun der Münzen. So. Da kriege ich mehrere Themen oder wir gucken noch hier rein. Das müsste eigentlich auch gehen. Ja. Lieber Stapel 2. Wow. In deiner jetzigen Inkarnation geht es wirklich darum, dich von diesen schlechten Erfahrungen, die aber einfach im Unterbewusstsein, ja auch in deiner DNA, in der Energie verankert sind, weil da halt mal was passiert ist, in der Vergangenheit, was echt nicht schön war, dass du dich davon komplett befreist, weil in diesem Leben bist du sicher. Das, was damals passiert ist, in diesem einen Leben, das wird sich nicht wiederholen, weil du heute in einer anderen Zeit lebst, wo du jetzt nicht mehr dafür verfolgt wirst, wegen deinem Glauben oder deinem höheren Bewusstsein. Und das Einzige, was in dieser Inkarnation, das kann abgeschwächt natürlich sein, dass du das ein bisschen mitgebracht hast, dass du in dieser Inkarnation halt Menschen. Ja, Menschen auf jeden Fall auch getroffen hast in deinem Leben, die nicht verstehen, wie du denkst, die nicht verstehen, dass du, ja, dass du vielleicht an Spiritualität glaubst, dass du ans Universum glaubst, dass du an, ja, an verschiedene Dinge einfach glaubst, wo andere halt einfach mit ihrem Verstand direkt sagen, ja, nee, das ist ja nicht möglich und genau, oder halt auch vielleicht auch nicht deinen Optimismus teilen, dass im Leben Magie und Wunder passieren können oder weil sie es selbst nicht erlebt haben. Aber ich glaube, du bist wirklich ein Mensch, der schon kleine Wunder im Leben erlebt hat oder Glücksfälle erlebt hat oder auch wirklich, du bist hier in dieser Inkarnation in deinem Erwachungsprozess. Und du wirst schon oft im Leben eine Transformation durchgemacht haben und deshalb halt auch dein Denken auch immer wieder verändert haben oder deinen Horizont erweitert haben, weil du nun mal durch dieses Erwachen durchgehen sollst. Und das ist nicht die Aufgabe von jedem Menschen hier jetzt in dieser Timeline, in der wir leben oder in dieser Zeit, in der wir leben. Und deshalb verstehen die halt auch manche Menschen auch überhaupt nicht, wovon du sprichst und was du durchgemacht hast. Oder Menschen verstehen auch gar nicht, dass man sich selber so verändern kann, weil das einfach nicht deren Aufgabe ist und das ist okay. Es geht aber darum,
dass du immer wieder, wenn du dich transformierst, daran glaubst, dass immer eine bessere Version von dir geboren wird und dass du nur immer zu einem schöneren Schmetterling wirst und dass es keine Rolle spielt, was gewisse andere Menschen dazu zu sagen haben. Und deshalb hast du hier die Befreiung. Das ist wirklich, befreie dich von jeder Situation in diesem Leben und das ist hier deine Aufgabe. Also ich glaube auch, dass du jemand bist, egal ob Mann oder Frau, mit einem Kriegerherz. Also wirklich, du bist mutig und du bist auch damit ausgestattet oder auch innerlich weißt du, ganz tief in deinem Innern weißt du, wie stark du bist und dass du wirklich auch mit vielem umgehen kannst, wo andere vielleicht auch umkippen würden, wo du einfach sagst, nein, ich habe die Kraft, ich habe diese Stärke und du hast auch diese Stärke, Menschen, die dir nicht gut tun, aus deinem Leben rauszuschmeißen, Situationen, die dir nicht gut tun. Du wirst auch jemand sein, das kriege ich auch beruflich rein, wenn dir ein Job nicht gut tut, du das irgendwann wirklich merkst, dann gehst du. Und du bist nicht jemand, der 10, 20 Jahre in einem Job bleibt. Das hast du vielleicht gemacht, als du ganz jung warst und wo du vielleicht noch nicht wach warst, aber ab dem Zeitpunkt, wo dein Erwachen kam, wo du in diese Transformation gegangen bist, wirst du Jobs, die dir nicht gut tun, verlassen, du wirst da kündigen, du wirst dir was Besseres suchen und genauso wie mit Menschen, egal ob das Familienmitglieder, Freundschaften oder Liebespartner sind, wenn jemand einen Punkt überschritten hat, wo er nämlich deinen Selbstwert, weil das ist nämlich etwas, was du hier immer mehr lernst, womit du aber auch schon ausgestattet bist auf so einem Grundlevel, du hast einen Selbstwert, du hast Selbstliebe für dich und wenn jemand über deine Grenzen wirklich geht, dann verabschiedest du dich von diesen Menschen. Dann weißt du auch einfach, nein, ich möchte so nicht behandelt werden, ich möchte so eine Art von Verbindung nicht, ich möchte so nicht leben, egal jetzt, ne, ob es beruflich ist, privat ist, was das für eine Situation ist, du beendest das dann. Was du aber in diesem Leben auch lernen darfst, ist Geduld. Also, dass halt dein Prozess auch, der Erwachensprozess, und man hat ja immer wieder welche, das dauert einfach seine Zeit, die es dauert. Und manche Prozesse zum Beispiel gehen schneller, manche gehen langsamer. Und das darfst du halt auch lernen, dass deine Entwicklung nun mal so lange dauert oder jede Entwicklung, dann jeder Lebensabschnitt dann, wo du dich wieder erneuerst und wo du wieder ein neues Ich erlebst, es ist alles in der richtigen Zeit und das darfst du halt auch für dich lernen, so dieses Vertrauen zu haben. Es kommt schon zu der richtigen Zeit. Ich entwickle mich, ich kann jeden Tag einen Schritt dafür machen und immer weitermachen. Ich werde immer besser. Und es ist aber okay, wenn nicht alles super schnell geht. Und trotzdem wird es manchmal halt dir auch so vorkommen mit diesen plötzlichen Glücksfällen, dass dann doch was auf einmal plötzlich kommt oder schnell kommt. Aber dann halt manches wieder vielleicht eine längere Zeit braucht. Was du in diesem Leben dir vorgenommen hast, ist die absolute Unabhängigkeit, materiell wie emotional. Und das ist nämlich etwas, was du in einem früheren Leben ein Struggle mit hattest, dass du nämlich nicht komplett unabhängig warst. Und das war in diesem Leben von den Kreuzzügen, weil ich ja bei manchen auch reinbekommen habe, Enteignung oder dass du in einem Kloster leben musstest, das eigentlich nicht wirklich wolltest, aber weil du da halt sicher warst. Oder andere auch wirklich, dass du irgendwo, das habe ich gerade auch noch reinbekommen, dass du nicht in einem Kloster warst, aber du wurdest, du hast wo gelebt, irgendwo im Wald, in einem Haus, was sehr abgelegen war, um geschützt zu sein. Und jetzt geht's aber darum, in dieser Inkarnation, dass du dir ein Leben so aufbaust, ja, dass du unabhängig bist und dass dir nämlich niemand materielle Güter entwenden kann, weil du dich selber um dein Geld kümmerst, um deine Finanzen kümmerst. Aber es geht auch darum, dass du generell mit den Neuen der Münzen ein Leben lebst, wie du es leben möchtest. Und ich glaube, dass das nämlich jetzt auch so wichtig ist, weil du in diesem einen Leben nämlich nicht das gelebt hast, was du wirklich wolltest. Und darum geht es jetzt und deshalb auch Kali mit dieser Befreiung von diesem letzten Leben. Aber durch dieses davor hast du dir ja auch so viel gute Energie aufgebaut, dass das Universum dich halt auch wirklich beschenken möchte damit,
Ja, und dir vielleicht auch danken möchte dafür, dass du halt vorher durch so eine Inkarnation, durch so eine andere gegangen bist und du halt jetzt wirklich deinen Lebensstil auch in Luxus, was auch immer Luxus für dich ist, leben kannst, gut klarkommst, auf dich selber dich verlassen kannst, unabhängig von jedem bist. Und das heißt ja nicht, dass du alleine bist, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass du einfach auch in einer Liebesbeziehung von keinem abhängig bist, sondern du kannst dir alles leisten, was du möchtest. Und wenn du mit jemand anderem bist, dann ist das nur eine Bereicherung. Und du darfst in diesem Leben nämlich total in deine Yang-Energie kommen. Und die Yang-Energie ist nämlich, du erschaffst dir mit deinen eigenen Aktionen und mit deinem Machertum, erschaffst du dir dein Leben. Und du bist halt auch hier auf der Yang-Seite, also es ist ja die Sonnenseite, das repräsentiert ja auch die Sonne, die männliche Energie. Und vielleicht bist du auch eines dieser Sternzeichen. Also die der Yang-Energie den männlichen zugeordnet wird. Das ist zum Beispiel Widder oder Löwe, die sind männlich. Auch der Wassermann wird männlichen zugeordnet. Zwillinge ist männlich, die Waage ist männlich und der Schütze, glaube ich, habe ich schon gesagt, ist auch männliche Energie. Und vielleicht bist du eines davon, vielleicht ist auch dein Aszendent da drin oder du hast bestimmte Placements in deinem Horoskop, die in diesen Sternzeichen sind, warum du mehr männliche Energie hast und mehr das Yang in diesem Leben leben darfst. So, lieber Stapel 2, jetzt gucken wir noch in das Tarot, was es noch für eine Botschaft gibt, entweder für dein früheres Leben oder dein jetziges. Wow, du hast den König der Schwerter. Und das bedeutet auch jetzt wieder in deinem jetzigen Leben, dass du wirklich für dich einstehen darfst, dass du deine Wahrheit, dein Wertesystem leben darfst, dein authentisches Ich dich nämlich nicht mehr verstecken musst, und du wirklich klar und authentisch zeigen kannst, wer du bist, wie wundervoll du bist. Und das ist ja auch nochmal eine Luftenergie, also vielleicht bist du Zwilling, Waage, oder Gott, jetzt fällt es mir nicht ein, Zwillingsfrage, es tut mir leid, das dritte Luftzeichen. Ach so, Wassermann, wie kann ich es nur vergessen im Wassermann-Zeitalter? Genau, das ist nochmal ein Hinweis. Es geht hier nämlich auch darum, dass du, egal ob du eine Frau oder Mann bist, sehr kluge Entscheidungen triffst in Bezug auf dein Berufsleben und in Bezug auf Finanzen. Ja, und dann hast du die neuen der Stäbe und das ist nämlich dieses. Du hast aus deinem früheren Leben nochmal also mitgenommen, natürlich diese Verletzungen, wo Menschen dir nichts Gutes wollten. Und das merkst du vielleicht auch manchmal innerlich in dir, dass du, ja, dass du dir auch so manchmal denkst, wow, kann ich eigentlich immer ich sein oder sollte ich das auch manchmal verstecken? Und es geht aber darum, nein, zu dir zu stehen, du zu sein, dein authentisches Ich zu leben, gesunde Grenzen zu setzen und dich wirklich auf Menschen nur noch einzulassen, die dich dafür lieben, wer du bist und von den anderen wirklich dich zu befreien. Wow, lieber Stapel 2, ich hoffe, die Botschaft hat dir gefallen. Ich freue mich auf dein Abo, dein Like oder dein Kommentar. Wenn du deine Energie ja, durch ein Abo, ein Like oder ein Kommentar mit meinem Channel vermischst, kann ich noch präzisere Botschaften für dich channeln, weil wir sind alle Energie und wenn du das hier, deine Energie mit meinem Channel connectest, dann geht es noch viel einfacher. Lieber Stapel 2, ich freue mich auf deine Kommentare, weil vielleicht hast du ja schon so Stücke auch oder Fetzen von deinen früheren Leben, wo das, wo du auch sagst, wow, ja, das war jetzt nur die Bestätigung. Wünsche dir ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal. Lieber Stapel 3, herzlich willkommen bei deinem Pick-a-Card. Ich freue mich, dass du hier bist, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Zum Thema wichtige Botschaften aus deinen Past Lives für dein jetziges Leben. Also es geht darum, wie beeinflussen mehrere deiner Past Lives vielleicht dein jetziges Leben? Und wir beginnen auch direkt mit deinen Botschaften. Wow, du hast die Insel Avalon mit Heilung und dass du zurückkehrst zu der Ganzheit und die Transformation. Also in einem Past Life auf jeden Fall hast du in Avalon gelebt. Dann hast du die Artemis mit Ausrichtung.
Twisted Star Bathing, also das Sternbad, mit deinem Lichtkörper, mit, ja, dass du auch transiert, also dass du halt in höheren Sphären warst, Energie warst und dass du aktiviert wurdest. Dann, wow, hast du nochmal die Transformation, ja, der Schmetterling vielleicht auch, und dass es darum geht, dass du deine Ängste überwindest. Und dann hast du die 7 der Stäbe. So, machen wir schon mal direkt höher. So, das sind deine Karten für dein jetziges Leben. Die schauen wir uns gleich an. Lieber Stapel 3. Also, in einem deiner Past Lives warst du in Avalon. Vielleicht hast du ja sowieso eine Verbindung zu Merlin und ja, zu Artus und das Alm und fühlst das halt auch, dass das so ja in dir ist. Und manche sagen ja auch, dass das in einer anderen Dimension ist, dass Avalon halt in einer anderen Dimension ist als jetzt die, die wir hier kennen. Für andere ist das aber auch so, dass das wirklich ja wirklich existiert hat und also auch hier auf der Erde wirklich existiert hat. Und dazu hast du vielleicht eh schon einen Bezug. Was ich aber hier auch viel für dich reinbekomme, ist, dass du in dieser Inkarnation von Avalon, egal jetzt, ob das in einer anderen Dimension ist und du da eher als Energie warst oder halt auch wirklich hier existiert hat, ging es wirklich darum, dass diese Inkarnation für deine Heilung bestimmt war. Und Avalon war ja auch diese Insel der Heilung, wo auch Artus, wo er verletzt wurde, hingebracht wurde und da gepflegt wurde. Und vielleicht hast du also auch in einem Past Life nämlich sowas erlebt. Das bekomme ich hier für manche wirklich rein, dass du ein Krieger oder ein Soldat oder ein Ritter nämlich warst, der wirklich auch verwundet war. Und ist jetzt, also für viele ist das dann auch eine männliche Inkarnation gewesen, egal ob du jetzt heute eine Frau oder ein Mann bist. Aber damals warst du, komme ich hier auch einfach rein, warst du in einer Inkarnation ein Mann und hast da Heilung durch erfahren. Und für manche bekomme ich auch rein, dass du halt entschieden hast, wirklich in, ja, durch einen Krieg halt auch zu fallen. Und dann wirklich lange, lange Zeit, um zu heilen und wieder die Ganzheit zu spüren, gar nicht inkarniert bist, weil du wirklich etwas erlebt hast, wovon deine Seele ganz lange Zeit, ja, Zeit brauchte irgendwie, um zu heilen, und es irgendwie schon von deiner Seele dann entschieden wurde, dass du lange nicht mehr auf der Erde inkarnierst, um das wirklich auch alles zu bearbeiten, verkraften, was du da passiert hast. Und ich bekomme da wirklich rein, für manche war das Krieg. Also, und deshalb hast du da lange Zeit vielleicht auch in dieser Dimension von Avalon warst du oder warst halt in irgendeiner Dimension als Spirit im Universum, damit du halt deinen Lichtkörper wieder aufladen kannst, damit du wirklich diese Heilung und dieses Gefühl von Ganzheit, von Liebe und Licht erfährst und eben nichts mehr mit den Menschen zu tun hast. Und auch hier mit Artemis, also ist ja auch eine Kriegerin gewesen, eine Jägerin, also das bekomme ich auf jeden Fall rein. Da war was, wo du halt als Jäger, als Krieger, als Ritter inkarniert hast und wirklich da in einem, ja, in einer Schlacht irgendwie gefallen bist, und danach war erstmal für dich, ich bleibe lange, lange Zeit als Spirit irgendwo und komme nicht wieder zurück auf die Erde, weil du dadurch viele Verletzungen nämlich erlebt hast. Es kann auch sein, dass in dieser Inkarnation, bevor du in diese Schlacht nämlich gegangen bist, dass da auch vieles passiert ist, auch hier mit Feuer. Also für den einen oder anderen kriege ich auch rein, dass dir schon irgendwie als Kind oder Jugendlicher es passiert ist, dass dein Dorf abgebrannt ist oder deine Stadt vernichtet wurde. Du das aber überlebt hast. Manche von euch vielleicht auch mit Verletzungen, andere aber auch nicht. Ihr hattet Glück und konntet fliehen. Aber dass dann trotzdem am Ende der Inkarnation doch nochmal eine riesige Schlacht kam und
Ja, also das war mit sehr viel Grausamkeit und Gewalt und Krieg irgendwie verbunden. Und davon brauchst du totale Erholung, musst es transformieren, warst dann lange Zeit ein Spirit. Und Artemis war damals aber in deiner Energie, glaube ich, damit du halt auch so ein mutiger Krieger, Ritter, Soldat, was auch immer gewesen bist, und du warst darin auch ziemlich gut. Also du hast da schon so deine Talente auch ausgelebt und hattest auch irgendwie, also dein Talent war auch irgendwo die Kampfkunst. Genau, bis dann aber so eine riesige Schlacht irgendwie passiert ist. Wow, habe ich so auch noch nie gechannelt. Jetzt schauen wir mal in dein jetziges Leben, wie das dein jetziges Leben beeinflusst. Ja, und du hast noch einmal jetzt Epona mit der weisen Führung, und man sieht ja auch, dass das eine Kriegergöttin ist, mit der Nummer 13. Und ich glaube, was du heute mitnehmen durftest davon, vielleicht merkst du das auch, ist wirklich deine innere Kriegerin oder dein innerer Krieger, aber nicht in Form von dieser Inkarnation wendest du das nicht an, weil du dich ja, beschützen musst oder weil Krieg ausbricht oder so. Also es hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hast du in einer früheren Inkarnation erlebt. Sondern es geht eher darum, dass du diese Ausrichtung auf deine Ziele im Leben setzt, dass du eine Machermentalität hast, dass du deine Ziele klar fokussierst und dass du weißt, dass du geführt wirst. Deshalb warst du auch, glaube ich, so lange noch mal als Spirit unterwegs, weil du da ja natürlich ganz genau weißt, wenn du ein Spirit bist oder nur eine Seele oder wie auch immer du das nennen möchtest oder Teil wieder des Universums, Sternenstaub bist. Dass du nämlich da weißt, wie sehr du geliebt wirst und dass du geführt wirst von oben. Und das darfst du dir in dieser Inkarnation wieder ja, bewusst machen, dass du auch jetzt beschützter bist und dass das, was da passiert ist, du wolltest das in dieser Inkarnation erfahren, aber das wiederholt sich jetzt nicht, sondern du sollst einfach nur das Gute davon nehmen, dass du dich fokussieren kannst, dass du dir darüber klar sein sollst, was du für wundervolle Talente hast und dass du eine Machermentalität hast, dass du stark bist, dass du auch für deine eigenen Werte kämpfen kannst, für deine eigenen Selbstliebe kämpfen kannst. Und ich meine das jetzt nicht in Form von einem Krieg zu führen oder gewalttätig zu sein, sondern wirklich in Form von innerer emotionaler Stärke, dass du einfach weißt, ich gehe meinen Weg der Selbstliebe, ich lebe mein Leben, wie ich das möchte, ich kann meine Ziele erreichen und Menschen, die mich davon abbringen wollen, das lasse ich nicht zu, sondern entweder verlasse ich dann die Situation oder distanziere mich von diesen Menschen oder ich mache diesen Menschen klar, dass ich so und so lebe und die haben das zu akzeptieren. Das ist jetzt für jeden hier was anderes. Schauen wir weiter. Du hast die Luftenergie, also vielleicht bist du auch ein Zwilling, eine Waage oder ein Wassermann, und du hast in diesem Leben wirklich einen sehr offenen Geist, kannst auch objektiv sein und bist sehr lernbegierig. Und das hilft dir natürlich, um dein Leben zu leben, wie du es möchtest und deine Ziele zu erreichen, wenn du gewillt bist, immer wieder zu lernen und vor allen Dingen auch einen weiten Horizont hast. Das ist aber auch etwas, was du mitbringst, dadurch, dass du diese große und diese lange Erfahrung gemacht hast von der Ganzheit und von dem Wissen des Universums. Das hast du mitgebracht in diese Inkarnation, dass du nämlich sehr innovativ denkst, dass du größer denkst als viele andere, dass du sehr intelligent bist und dass du diese Intelligenz halt auch nutzen sollst, um deine eigenen Lebensziele halt auch zu erreichen. Schauen wir weiter. Dann hast du noch das Selbst. Bei dir geht es nämlich um den Selbstwert, die Selbstliebe und dass du genau weißt, wie wertvoll du bist und dass du es verdienst, gehört zu werden. Also es geht ja auch krass um deine Stimme wirklich und um deine Meinung und dass du in dieser Inkarnation selber lernen darfst, dass du dich mit Liebe, mit Freundlichkeit und ja, auch dankbar dafür bist, für diese Inkarnation, dass du dich selber so behandelst, und dafür steht Epona auch, ein positives Selbstbild zu haben, sich selbst zu lieben und demnach halt auch zu wissen, dass du es verdient hast, ein wunderschönes Leben zu leben. Es kann aber manchmal sein, weil du Erinnerungen an dieses ja, gewalttätige Leben vielleicht auch hattest, dass du irgendwie dann auch manchmal
ja, dich bedroht fühlst, auch in diesem Leben, oder dass du das Gefühl hast, dass andere dich nicht so ganz verstehen oder deine Lebensziele nicht verstehen oder deinen Lebensstil nicht verstehen, weil das können noch so Stücke, so Fetzen aus deiner früheren Inkarnation sein, wo dir ja was Schlechtes so im Endeffekt passiert ist. Daher kann das rühren. Es geht aber halt in diesem Leben darum, das loszulassen und wirklich zu wissen, nein, diese Inkarnation bist du sicher. In dieser Inkarnation geht es darum, deinen Selbstwert zu leben, deine Selbstliebe zu leben und wirklich deine Ziele zu erreichen. Und gerade auch mit deinem anderen Horizont oder mit deinem Verständnis auch vom Universum, dass wir alle ganz sind, dass wir alle aus einer Urquelle stammen und dass wir alle gleich sind. In der Uressenz, nur jeder hier eine unterschiedliche Persönlichkeit hat, um sich zu erfahren, dass du das halt auch als Vorbild dienen darfst, für andere dieses Wissen hier zu verbreiten. Ja, und das ist nämlich das, was du loslassen darfst, diese 8 der Schwerter und womit du aber manchmal konfrontiert wirst durch andere auch, die halt einen kleineren Geist als du haben, die nicht so einen weiten Horizont haben und wo du nämlich das Gefühl hast, dass solche Menschen dir Steine in den Weg legen. Aber auch das darfst du für dich verwandeln und halt immer mehr verstehen, dir kann kein anderer Steine in den Weg legen, weil deinen Weg gehst du. Und deshalb hast du auch diese Kriegermentalität, die dir aus dem früheren Leben nämlich, die du mitgebracht hast, weil du so ein krasser Krieger oder so eine krasse Kriegerin halt auch warst und total talentiert darin warst. Das darfst du halt heute mitnehmen in dieses Leben, um dich davon zu befreien, von diesen Menschen, von irgendwelchen Situationen, von irgendwelchen Umständen, die dich davon abbringen, deine Lebensziele zu verwirklichen, deine Träume zu verwirklichen. Und klar, dein eigener Verstand spielt natürlich auch gerne Spielchen mit dir und will dir einreden, dass du nicht so viel wert bist oder dass du es nicht verdient hast, so geliebt zu werden und so. Das ist halt das Spiel des Verstandes. Aber da du halt so offen bist und so, ja, du wirst es eines Tages schon verstehen, dass das Mind Games sind, also dass das Spiele von deinem Verstand sind, und das hast du dir auch als Aufgabe einfach genommen in dieser Inkarnation, dass du das überwindest und dass du in deinen Selbstwert und in deine Selbstliebe gehst und deine Träume lebst. Ja, wow. Und dann passiert nämlich genau das, das Ass der Kelche. Das steht ja für bedingungslose Liebe, das steht für total emotionalen Reichtum, das steht für deine Herzenswünsche. Die kannst du leben in dieser Inkarnation, wenn du diese Aufgabe bestehst und du hast alles, was du dafür brauchst, weil du so eine Stärke hast, um diesen Weg nämlich zu gehen, in deine Gefühle noch mehr zu kommen und in dieser Inkarnation wirklich mit dir selber wahre Liebe zu leben, dich wirklich wahr selbst zu lieben, aber auch mit anderen Menschen, mit einem Partner, einer Partnerin, mit Freunden, mit vielleicht auch Familienmitgliedern, also was auch immer da dein Wunsch ist. Das ist in dieser Inkarnation ein Teil deines Seelenplanes, also deiner Seelenmission. Das hat deine Seele sich vorgenommen, diese Ganzheit, die du nämlich lange Zeit, als du ein Spirit warst, also gar nicht inkarniert bist als Mensch, hast du das erfahren, diese bedingungslose Liebe. Und jetzt in dieser Inkarnation möchtest du das aber als Mensch erfahren noch einmal. Ja. Und du möchtest Erfolg. Also hier mit der Kriegerin-Energie. Für dich ist in dieser Inkarnation bestimmt nicht nur diese bedingungslose Liebe und dass du halt auch erfolgreich darin sein wirst. Bei dir geht es auch wirklich darum, deinen Selbstwert, deine Selbstliebe der Welt zu zeigen und damit Erfolg zu haben, auch beruflich. Auch natürlich für dich selbst, auch im privaten Leben das Leben zu leben. Aber hier kriege ich auch bei dir wirklich beruflich rein, dass du da deine hohen Ziele, die du hast, wirklich verwirklichen kannst und auch Anerkennung und Wertschätzung bekommst und auch Materielles bekommst. Und für manche von euch auch wirklich also wirklich auch bekannt zu werden, für manche, wo das ein Ziel ist, auch berühmt zu sein oder in der Branche, in der du arbeitest, sehr bekannt zu sein und wirklich da Wertschätzung zu bekommen, oder manche, die eine Online-Plattform haben, eine Community zu haben, die dich wirklich dafür feiert, wer du bist.
Wow, und jetzt hast du es noch einmal, ich habe es so oft gesagt, du bist so stark, hier ist nur noch mal die Bestätigung. Du kannst in diesem Leben alles schaffen, was du möchtest, weil du so stark bist und weil diese eine Inkarnation, die du auch hattest als Krieger oder Kriegerin, die hat dich so stark gemacht. Und diese Stärke darfst du jetzt einfach auf einer anderen Art und Weise ausleben, und zwar dafür, dass du dir dein Leben kreierst, wie du dir das wünschst und anderen und dir selber einfach nur zeigst, wie viel wert du bist. Wow, lieber Stapel 3, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich über dein Like, dein Abo und deinen Kommentar. Wenn du ein Personal Reading buchen möchtest, siehst du es in der Videobeschreibung. Wenn du mir eine PayPal-Spende zukommen lassen möchtest, siehst du es auch in der Videobeschreibung. Ich schicke dir ganz viel Love and Sunlight und freue mich aufs nächste Mal mit dir.